Um Gemüse anzubauen, braucht ihr überhaupt keinen Garten. Ein Balkon und ein Kübel reichen. Und welches Gemüse sich dafür besonders eignet, das erfahrt ihr jetzt. Wir wollen Gemüse anbauen, haben aber in diesem Fall keinen Garten zur Verfügung. Wie funktioniert der Gemüseanbau im Balkonkasten? Also grundsätzlich genauso wie im Garten. Man muss nur eben ein paar Sachen beachten. Einmal, dass man ein begrenztes Volumen hat vom Substrat her. Also die Pflanzen haben nur einen bestimmten Raum zur Verfügung. Das heißt, etwas, was jetzt viel Raum einnimmt, wie Kürbis, eine Zucchini oder so, könnte man hier eben eine Pflanze reinpflanzen. Es würde dann rüberragen. Wir wollen hier im Kasten aber Gemüse anbauen, was schnell zu ernten ist, was wir vielleicht auch noch nachsehen können. Und was wir so snacken können. Das war der Wunsch. Natürlich ist diese Fläche erweiterbar. Also man könnte größere Kübel noch hinstellen oder auch richtige Hochbeete. Hätte dann eben mehr Fläche zur Verfügung. Aber das ist hier eben nicht der Fall. Genau, da reicht eben dieser kleine Kasten. Und den wollen wir jetzt so gut es geht nutzen. Genau. Darum füllen wir jetzt erst noch mal Erde auf hier, die Tomaten- und Gemüseerde, bevor wir eben pflanzen und säen. So, jetzt haben wir hier rote Beete, Salat und Radieschen zum Aussehen. Genau. Wie ordnen wir die Gemüsesorten jetzt hier im Beet am besten an? Wir pflanzen die rote Beete hier am Rand lang. Mhm. Daneben den Salat, also der wird ein bisschen üppiger. Das ist ja der Romana-Salat, der eher in die Höhe wächst, also keine ganz großen Köpfe bildet. Aber ja, ich glaube, alle Pflanzen kriegen wir hier nicht unter. Und dann gucken wir, dass wir noch ein bisschen Platz für die Radieschen haben. Okay. Dann haben wir hier Radieschen noch. Die kriegen ja auch gar nicht so hohes und so üppiges Laub. Schaffen wir es hier in zwei reinzusehen? Wir haben hier Saatband. Oh, praktisch. Also die Sache mit den Saatbändern ist ja super. Die ist super, super praktisch. Weil die Samen da ja schon im richtigen Abstand eingefügt sind. Das heißt, ihr braucht eure Radieschen nicht zu vereinzeln und verschwendet kein Saatgut. Genau. Und dieses Band hier zersetzt sich auch. So, das muss dann noch ein bisschen versenkt werden, aber vorher müssen wir es anfeuchten. Und dann gießen wir es noch an. Wichtig ist hier eben, das feucht zu halten, bis sie richtig gekeimt sind, dass der Samen eben genügend Feuchtigkeit hat, um zu keimen und dann nicht wieder vertrocknet. Ja, und dann braucht man eigentlich nur regelmäßig zu gießen und eben zu warten, bis man ernten kann. Also wenn ihr jetzt auch Lust habt, Gemüse zu Hause auf dem Balkon oder auf der Terrasse anzubauen, dann achtet auf jeden Fall auf die richtige Gemüseauswahl, eine gute Erde und den Standort. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sind wir bald wieder für euch. Natürlich im Garten. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Kurz die Beine lang und nicht den Boden berühren.